Hallo aus Straßburg. Vielleicht war es meine schwerste Plenarwoche bisher. Denn wir hatten gleich zwei Entscheidungen zu treffen, die mich auch wirklich sehr bewegt haben und mit denen ich mich sehr lange und sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Gestern hat das EU-Parlament CETA zugestimmt. 400 Abgeordnete votierten dafür, 254 dagegen. Ich selbst habe für CETA gestimmt. Warum? Entscheidend waren für mich die Änderungen der Weltkoordinaten, die mit der Regierung Trump ja ihren derzeitigen Höhepunkt erreicht haben. Europa, meine ich, muss ein Signal senden. Wir wollen Fernhandel und keinen Protektionismus. Wir wollen Kompromissbereitschaft und Zusammenarbeit statt Nationalismus. Wir sind für ein regelgebundenes, gerechtes Welthandelssystem und nicht für das Recht des Stärkeren. Und vor dem Hintergrund dieser Logik ist auch leicht zu erklären, warum zum Beispiel die europäische Rechte mit Marine Le Pen als Vorkämpferin CETA von vornherein plakativ abgelehnt hat. Der Freihandelsvertrag mit Kanada setzt Maßstäbe, an denen sich alle bisherigen und zukünftigen europäischen Handelsverträge messen lassen müssen. CETA ist ein Etappenziel. Ein Abkommen, das hinter den Standards zurückbleibt, die CETA setzt, wird keine Zustimmung mehr bekommen. Zukünftig müssen Abkommen diesen Weg konsequent weitergehen. Steuervermeidung, Korruption, Klimaschutz müssen dann eine gewichtige Rolle spielen. Die EU-Kommission muss das Europaparlament und die Belange der Bürgerinnen und Bürger zukünftig von Beginn an ernst nehmen. Zu diesem Ergebnis konnten wir nur kommen, weil der zielgesellschaftliche Druck der zahlreichen CETA-Kritiker die Verhandler auf beiden Seiten des Atlantiks angetrieben hat. Als ich im Mai 2014 zum ersten Mal als Europaabgeordnete ins Parlament gewählt wurde, hieß es von der EU-Kommission, das Abkommen ist fertig verhandelt, das schnüren wir keinesfalls wieder auf. Dabei war das Ergebnis, das da auf dem Tisch lag, mehr als mangelhaft. Intransparente Schiedsstellen für Investitionsstreitigkeiten, Arbeitnehmerrechte kamen eigentlich gar nicht vor. Bei den Abschnitten zur öffentlichen Daseinsvorsorge gab es erhebliche Mängel. Für Grüne und Linke war klar, wir wollen keine Handelsverträge. Konservative und Liberale hätten damals ohne nachzudenken sofort zugestimmt. Sozialdemokratischer Druck aus dem EU-Parlament und die lauten Forderungen der Zivilgesellschaft haben dazu geführt, dass alle Artikel des Abkommens noch einmal auf den Prüfstand kamen. Ja, und dadurch haben wir enorm viel erreicht. Arbeitnehmerrechte sind jetzt Teil des Abkommens. An die Stelle privater und intransparenter Schiedsgerichte treten künftig öffentlich-rechtliche Gerichtshöfe, die über Investitionsstreitigkeiten entscheiden. Unser Vorsorgeprinzip als wesentlicher Bestandteil unserer Umwelt- und Gesundheitspolitik ist in CETA festzementiert. CETA orientiert sich nun auch an den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens und den globalen Nachhaltigkeitszielen. Es besteht für alle EU-Staaten völlige Freiheit festzulegen, welche Dienste als öffentliche Daseinsvorsorge gelten sollen. CETA berührt die Möglichkeit zur Rekommunalisierung von Diensten auch in keinster Weise. Und wir haben weit über 90% unserer Forderungen durchsetzen können. Die Entscheidung, ob mir das ausreicht, um mit Ja zu stimmen, fiel mir wirklich extrem schwer. Aber die weltpolitische Entwicklung und meine Auffassung, dass wir unserem Ziel, einen fairen, sozialen, ökologischen Handel mit einem Ja zu CETA näher kommen als mit einem Nein, haben für mich dann persönlich den Ausschlag gegeben. Darum habe ich gestern für CETA gestimmt. Ich sehe aber auch, dass es gute Gründe gibt, zu einem anderen Schluss zu kommen. Die zweite enorm wichtige Entscheidung, über die wir diese Woche abstimmen mussten, war die Position des Europäischen Parlaments zur Reform des Emissionshandels, ETS. Der Handel mit Verschmutzungsrechten sollte eigentlich dazu führen, dass ein Anreiz gesetzt wird, in emissionsarme Industrieprozesse zu investieren. Und durch einen Überschuss an Zertifikaten lag der Preis aber so am Boden, dass Anreize einfach nicht gesetzt wurden. Mit der Entscheidung gestern haben wir dann, denke ich, eine wirklich gute Balance hinbekommen. Einerseits wird der Zertifikateüberschuss abgebaut, der Handel kommt also wieder in Schwung und das ist, denke ich, ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Klimawandel. Andererseits erhalten energieintensive Schlüsselindustrien ausreichend Gratiszertifikate, um keinen Wettbewerbsnachteil ausgesetzt zu sein. Insbesondere gegenüber Unternehmen aus Drittstaaten, die halt nichts für ihren CO2-Ausstoß zahlen müssen. Wir haben uns außerdem mit unserer Forderung durchgesetzt, dass besonders innovative Energie- und Industrieprojekte mehr Mittel erhalten. So unterstützen wir die Entwicklung von kohlenstoffarmen Technologien in Europa.
Das Parlament geht jetzt mit seiner Position in die Verhandlungen mit den Vertretern der Mitgliedstaaten, also im Rat. Es bleibt also spannend hier in Straßburg. Viele Grüße an euch alle, eure Martina.